Organization, and it's not about a kind of nostalgia for this kind of historical Dao, which is the wooden boat. These drawings show about Egypt's revolution story and the Syria revolution story, and Korean brothers how they had experience about Vietnam War, and who walked the Korean people when they were had experience about working in Arab countries. That time is 1970s. So I want to show the mixed meaning, you know, the Korean democracy time and the Korean war time and the Arab the revolution time. These are very difficult to each other. So, but it's still the same or the different the way, some way going on way. And Herstellung von Plutonium in Dimona, in diesem Nuclear Research Plant. Der hat dann in 86 das geplatzt, wie so ein WikiLeaks sozusagen, und wurde dann von Mossad-Agenten verhaftet in Rom und gekidnappt und zurückgebracht nach Israel und saß da 18 Jahre in Israel. Als ich da war, war er relativ frisch freigelassen und ich hatte selbstverständlich Lust, ihn zu treffen, weil das hat mich auch interessiert auf mehrere Ebenen. Auch weil ich wusste, dass Norwegen teilweise mitverantwortlich waren, dass Israel es geschafft haben, Atomwaffen zu bauen.
Mhm. Norwegen haben 20.000 Liter schweres Wasser verschenkt an Israel. Und ich wollte gerne ihn treffen und hören, seine Version, sozusagen Reality-Check machen.